Der Urvater der Schubmaßstapler passiert die moderne Fertigungsstraße seiner Nachfahren. Wir sind hier in Norderstedt bei Hamburg, dem ältesten Produktionsstandort der Jungheinrich AG. Und wir versuchen in der Abteilung Prototypenbau diesen alten Retrax-Stapler zu restaurieren, wieder zum Leben zu erwecken. Mustafa ist für die Mechanik zuständig. Erste Teil haben wir schon mal ausgebaut. Also das Innenleben ist total hinüber. René, der Mann für die Elektronik. Ja, Nüsse vom Eichhörnchen hier. Aber erstmal kommt die Bestandsaufnahme. Muss doch immer von hier. Schmiernippel. Ja. In der Lenkung oben. Aber es war ja alles mechanisch. Das ja. Ist enorm. Aber hat ja gehalten. Ja, das ist krass. Viel sagen können wir jetzt gerade nicht. Nee. Das rattert bei uns im Kopf selber gerade. Es ist ja keine typische Arbeit. Das ist ja was Besonderes. Das müssen wir auch erstmal verarbeiten. Was kommt da auf uns zu? Was müssen wir hier eigentlich alles machen? Ich glaube, mechanisch wird Mustafa seinen Spaß haben an der Kiste. Das Fahrzeug über 65 Jahre alt. Die Experten arbeiten sonst an modernen Prototypen. Heute geht es an Schaltpläne aus der Zeit des Wirtschaftswunders. Vorsicht ist geboten. Also wenn ich das Fahrzeug in Betrieb nehmen möchte oder wir Spannung anlegen wollen, und es kann sein, dass ich durch irgendeinen Kurzschluss, den ich auf irgendeinem Bauteil drauf habe, noch mehr kaputt mache. Ja, wenn ich jetzt einen Kurzschluss verursache, weil hier irgendwas gebrückt ist und dadurch ich die Spule kaputt mache, habe ich das Problem, dass ich eine Spule bekommen muss, die kriege ich ja nicht mehr bei Konrad. Also das geht nicht. Für Mustafa ist der Stapler ein Blick in die Vergangenheit, auch in die eigene. Ja, mein Papa hat uns ja, er ist hier angefangen, 1970. Und dann 1981 hat er mich geholt. Und dann hat mein Bruder auch noch hier angefangen. Und irgendwann mein Sohn auch. Ja, ist ja ein Familienbetrieb halt. Ne? Seit Ende der 60er Jahre fertigt Jungheinrich seine Schubmaßstapler in Norderstedt bei Hamburg. Die Fertigung der Fahrzeuge hat sich in den letzten 60 Jahren stark verändert. Automatisierung und Effizienz waren und sind die treibende Kraft in der Branche und damit auch in der Fertigung. Heute wird kaum ein Teil mehr so konstruiert oder montiert wie damals. Trotzdem, die Experten kommen voran, Stück für Stück, Teil für Teil. Ich finde es jetzt schon ein bisschen übersichtlicher, weil wir jetzt wissen, was wir machen müssen. Wir wissen, wo die Probleme sind. Vorher war das so, mal gucken, was da kommt. Jetzt ist es da. Jetzt geht es darum, die Elektronik so weit freizulegen, dass René sich einen Eindruck verschaffen kann. So. Das sind alles Tricks, die ich mir in 40 Jahren beigebracht habe. Ist die Elektronik noch zu retten? Und kann der Stapler wieder fahrtüchtig gemacht werden? Wir wollen jetzt die Steuerungseinheit rausnehmen. Ich habe jetzt eigentlich elektrisch soweit alles gelöst. Mustafa hat mir jetzt so viel Platz gemacht, wie möglich ist, damit ich das vernünftig rauskriege. Also wenn das Teil jetzt, sagen wir mal, runterfällt, kaputt geht oder sonstige Sachen oder nicht da wäre, dann glaube ich nicht, dass wir das Fahrzeug also ohne spezielle Ersatzteile zum Laufen kriegen würden. Und jetzt fällt es mir runter. Ich halte fest. Sehr schön. Jo, da haben wir es. Und das gute Stück. Wenn man einen alten Käfer hatte, der kennt die Sicherung auch noch. Gut. Und die nehme ich jetzt mit. Ob die über 6 Jahrzehnte alte Elektronik noch zu retten ist, wird sich zeigen. Na, ich denke, dass wir jetzt als nächste Schritte uns überlegen müssen, wie wir vorgehen. Also wie Mustafa schon sagt, wir werden es erstmal reinigen. Wie René sagt, wir werden einmal die Elektrik oder
Elektronik überprüfen, ob alles in Ordnung ist, was erneuert werden muss, was zu retten ist, damit wir uns nicht mitten im Projekt, sagen wir mal, das Ganze zerschießen und dann abbrechen müssen.